Hallo und herzlich willkommen jetzt zum ersten Rennen zur F1 2016. Mega Coop-Saison, 3 Trainingsläufe haben wir absolviert. Und nun geht's endlich los. Fast alle sind da. Leider fehlt der Lukas, der LBN05. Der hat sich entschuldigt. Da ist was Privates dazwischen gekommen und das geht natürlich vor. Aber ja, wir gehen davon aus, dass er dann beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Aber ja, sein Teamkollege, der Viper im Williams, der ist ja stark vertreten. Der fährt, glaube ich, genug Punkte fürs Team ein. Gehe ich mal davon aus, aber man weiß ja nie, was passiert. Mit dabei ist natürlich noch der Michel, der Pace, Jawohl. Der Kai, der René und der Gugi. Grüßt euch alle. Moin, moin. Servus. Hi. Hallo. So, wir haben schon ausgelost. Das Auslosen findet jetzt halt nicht mehr in der Aufnahme statt. Also die Emotionen fallen weg. Aber die Emotionen waren okay. Wir beginnen auf Brasilien. Da, wo die echte Formel 1 so ziemlich ihre Saison beendet. Zweitletztes Rennen. Beginnen wir unsere Saison. Wieder der Zufallsgenerator hat es entschieden. Keiner konnte sich darauf vorbereiten oder sowas. Also wir haben jetzt alle im Vorfeld, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten höchstens, mal uns ein bisschen eingefahren. Ich würde sagen, wir legen einfach los, quatschen wir gar nicht so viel, wir können während Quali noch ein bisschen quatschen, wir haben wieder ganz normales Formel 1 Quali-Format, 3 Qualifikationen gilt es zu fahren, beziehungsweise erstmal 1 und dann gucken, wie weit man kommt und René darf noch bereit machen und dann geht's direkt los oder wir warten den Countdown ab. Jawohl. So. Oh, ich bin schon gespannt, wie das Ganze jetzt wird. Ja, beim Auslosen gab es ja wieder so 3 Strecken, die dann quasi im Top waren. Erstmal, ne? Das waren ja dann Australien, Brasilien und was war das noch? Ungarn, genau. Ungarn, okay, ja. Oh, das wär auch geil gewesen. Ungarn ist gar nicht mal so eine schlechte Strecke, also von dem her. Also von den dreien wäre mir Australien am wenigsten recht gewesen. Australien wäre mein Favorit gewesen. Oh Gott, nee. Die einzige Strecke, die ich bisher in dem Game kenne, also bitte. Ja, Michael, ändern wir irgendwas an den Reifen, Michael? Ich habe die Mitte genommen. Also ich habe gerade mal kurz überlegt auch... Was ist die Mitte? Naja, ausgewogen. Ausgewogene Variante. Überlegt, ob man vielleicht einen Weichensatz mehr brauchen könnte, aber tatsächlich, du musst ja fürs ganze Wochenende rechnen und dann macht es eher weniger Sinn. Glaube ich zumindest. Und es regnet. Es regnet! Ihr macht Witze, oder? Ich bin das Spiel noch nicht gemacht. Bei mir steht noch F1. Ich wollte gerade sagen, was seht ihr das denn? Das sieht geil, na. Sagen, oh, kein das. Regen, also kein Regen. Oh, ja, noch nicht. Schon Panik gehabt. Also das Rennen bleibt trocken schon mal. Jetzt gucken wir mal, wie es Quali aussieht. Denk dran, das Setup zu laden. Ne? Genau, Setup laden wir. Wir haben ein vorgefertigtes. Also wer jetzt zum Beispiel den Testsaisonrennen noch nicht geguckt hat, wir haben hier vorgefertigte Setups von TRL Limitless, heißt der. Das ist Steam Setup. Steam Workshop. Nee, der Typ heißt anders. So heißen seine Teams. Ach so, ja, so heißen seine Setups, aber... Na? Wie heißt er? Ja, weiß ich nicht. Es bleibt bewölkt. Passt. Ganze Wochenende oder? Ja. Ja, das Rennen wird sogar sonnig. Boah, shit. Hat schon geschaut. Also meine Trumpfkarte ging schon mal nach hinten los. Das war meine einzige Hoffnung, dass es nass wird. Aber ich fahre einfach trotzdem mit Regenreifen. Das ist scheiß drauf, ey. Aber ja. Du hast gerade so ein bisschen mein Tablet-Typen. Den habe ich jetzt dreimal weggeschickt und dreimal wieder rangeholt. Wir sind jetzt in Q1. Weißt du, ich muss mir jetzt neue Handschuhe kaufen, der Typ hat ja Schwarze. Der mittlere Reifen sollte wohl hoffentlich genügen. Raikön, Alter. So. Ja, nochmal zum Setup nochmal zu sprechen. Also wir haben eben dieses vorgefertigte Setup, was wir im Offscreen-Training, also was wir nicht aufnehmen, anpassen dürfen. Allerdings muss es dann mit Absprachen von jedem passieren. Also wir dürfen nicht einfach hier unser Custom super duper Setup machen. Das muss man dann schon sagen. Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall. Also es hat keiner gesagt, er möchte was ändern. Das Einzige, was man still und heimlich ändern darf, sind die Flügeleinstellungen. Genauso wie irgendeine Differentialeinstellung darf man auch ändern. Also das, was man sowieso während des Rennens ändern darf. Genauso auch die Bremskraftverteilung darf man auch verändern. Und natürlich der Sprit. Ja, also das ist Wildes. So, ja, alles, was man dann jetzt im Endeffekt nach der Parkfamilie-Regelung ändern darf. Genau. Außer die Flügel, das darf man vorher noch, weil die Heckflügel darf man ja nach der Parkfamilie-Regelung nicht mehr ändern. Also der Heckflügel ist quasi... Ah, jetzt drücke ich wieder auf Setup, ey. Bin nervös, ja, das erste Rennen. Ich bin so nervös. Ja gut, ich erinnere mich ans erste Rennen von der 2015er Saison. Das ist dann im Reifenstapel geendet, weil ich, ja, technische Probleme.
Also meinst du jetzt dieses letztes Jahr oder dann schon vor zwei? Ist es jetzt die dritte Koop-Saison oder die Nee, das zweite? Ist jetzt die zweite, also Achso, die okay. letztjährige. Ja, also die war ja überhaupt, die letztjährige okay. war sowieso die erste, also es gab ja davor. Also die 2016er Saison, die mit den 2015er Spiel gefahren wurde, ne? Genau. Genau. Ja. Alles klar. So, haben, wir nicht sogar in 2015 angefangen? Ja, wir haben noch in 2015, meine ich, angefangen. Definitiv so, ja. Ja, ich war bis, wann war ich? Bis Mitte November war ich Berufsschule und die ersten zwei Rennen war ich nicht mit am Start. Ja gut, dann. Stimmt, da muss ich allein kommentieren. War das erste Rennen. Aber ich hatte die Unterstützung von meiner Kinect. Da war ich so allein. Ja. Ja, da war das erste Saisonrennen Japan. Das habe ich eigentlich gehofft, dass wieder Japan kommt. So. Weil das ist geil, Japan ist Suzukas. Mega. Ich komme mit der Strecke auch nicht zurecht. Ja, Weibers jetzt erstmal eine Bestmarke. Yo. Bringt da noch nichts. Ja doch, das ist eine Runde weiter. Das ist aber das Mindeste, ja. Im Recall. Ja. Können wir ja sagen, wie die Trainingsergebnisse ungefähr waren. Also Weiber war der Trainingsschnellste, gefolgt von Michel, oder? Du warst nee, der Pace war ein bisschen schneller. Ah, Pace war dann, okay, Pace, dann Michel, aber ziemlich gleich schnell. Dann war ich ein bisschen abgeschlagen auf Platz 4, also ein bisschen abgeschlagen kann man das schon nennen. Und hinter mir war dann, glaube ich, schon Googie, oder? Ja, mit einem kleinen wenig Abstand. René und Kai weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube... Ja, ich war vor Kai noch. Okay. Aber rausgeflogen. Boah, ich habe gerade vom Harianto genau auf Startziel richtig schönen Windschatten bekommen, das war richtig super. Ja, ich mache dir gleich Platz. Da kommen wieder diese Tricks. Ja, aber wie in der echten Formel 1 haben wir auch beim Training bisher nur geblufft, glaube ich. Keiner hat sein wahres Potenzial gezeigt. Oh. Ja, das ist... Ja gut, ich schon. Also ich habe mir echt einen Arsch jetzt abgerissen im Training und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich hoffe jetzt, dass irgendwie... besser läuft, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Die Saison ist lang. Gucken wir mal. Ja, die Sorge vieler Leute war auch, dass, weil wir in den Trainings so offen über alles gesprochen haben, Taktik und so weiter, das wird natürlich jetzt ein bisschen zurückgestuft, ja, weil klar, es ist zwar eine Spaßsaison, aber am Schlussendlich will auch keiner dem anderen was schenken. Also es wird schon natürlich jetzt ein bisschen ernster schon werden. Und vor allem aus dem Hause McLaren, da sind ja ganz hohe Ziele gesteckt worden. Ja, ja, mein Teamkollege, der Fernando Alonso alias René, hat sich hier auf jeden Fall viel vorgenommen. Ja, genau. Volle Lotte. Volle Lotte. Ich habe völlig vergessen, dass ich Titelaspirant bin, sorry. Das zeigt er dann zur zweiten Saisonhälfte aber erst, ja, weil sonst ist es ja zu einfach, wenn er jetzt dominiert. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt Dreck gewinne, ist doch öde. Ja. Jetzt erstmal schön Viper anpushen. Also wir fahren auch wirklich volle 20 Rennen, ne? Und ich habe gerade das Problem, dass ich mein TV-Gerät so, so weit wie wir halt kommen, bis es 2017 rauskommt, ist eigentlich so das Ziel. Ja. Also fahren wir 5 Rennen. Nee, ja, wahrscheinlich. Je nachdem, wann es kommt. Ja, ja, wobei, ja, wenn die Dirt 4 im Juni oder wann ja, stimmt, bringen, im Juni, dann denke ich mal, werden sie mit Formel 1 noch auf jeden Fall ein, zwei Monate warten. Ich rechne sogar damit, dass Formel 1, also das 2017er ungefähr zur selben Zeit wie 16er kommt, also so August, Ende Mitte ja, August. Ich rechne auch so mit August, September. Ich rechne vielleicht sogar wieder mit dem Gamescom-Wochenende. Ja, ja. So um dem Dreh wahrscheinlich. Ich hoffe mal nur nicht wieder in der Gamescom-Woche, weil das war letztes Jahr echt ein bisschen stressig. Kommt man heim, kann man direkt F1 zocken. Wobei, eigentlich war es auch cool. Hat mal was zu zocken gehabt. So, ihr habt alle, glaube ich, schon eine Zeit gesetzt, oder? Nö, ich denke mal. Nicht. Ich habe meine ersten Runde gerade weggeschmissen, weil ihr darüber geredet habt, wie ich Titelaspirant bin und ob ich glatt mal anfangen soll, Turn 1 verpasst. Also jetzt kommt Ricardo genau vor mir raus, ich glaube, es ist. Boah, hack. Aber Michel, ey, eine 1,12 mit Mediums, nicht schlecht. Ja, aber ey, ich muss dazu sagen, ich hatte halt wirklich den Windschatten des Todes auf Stadziel von Harianto. Ja. Ich hing da ja, wirklich. Ja, man merkt auch, Sektor 3 ja, nochmal 13 schneller als das jeder andere. Das hat sehr stark geholfen bei der ganzen Sache, wirklich. Ja, ja. Aber ich dachte, er ist so im dritten Sektor, er hält mich auf, aber dann hat er mich richtig schon über die Gerade gezogen. So, jetzt geil. Aktuell, ich gehe glaube auch dann mal raus. Jetzt zählt's. Nein, mein Fernseher schaltet sich gleich aus. Also ich glaube, du tust dir... Ja, ich habe auch gerade das Problem gehabt. Ich habe einfach den Ton abgedreht. Pack von mir an. Ja, ich kann nichts mehr ändern. Das Problem ist, ich habe jetzt so ein schönes Fenster direkt im Blickfeld. Oh. Keine Runde Rallye fahren, sagst du? Hast du ja gerade gemacht. Oh, das ja, weiß ich noch. Da habe ich noch eine gute Erinnerung dran. In der Forza 4 Liga damals, als ich gefahren bin, da war ein Rennen, da hatte ich tatsächlich endlich mal Chance auf den Sieg. Ich habe die Pole geholt, im Rennen, also die ersten Runden richtig weggezogen und dann kam diese Drecksmeldung, Fernseher schalte ich aus und ich war so nervös und so
durch den Wind da durch, hab's Auto komplett weggeschmissen. Und ja, das war furchtbar. Hey. Und dann begann halt eine mega Aufholjagd, aber zum Sieg hat's dann am Ende nicht mehr gereicht. Das hat mich so geärgert. Also ich habe vor geraumer Zeit, schon vor einem Jahr oder so, bei meinem Fernseher das ausgeschaltet, dass ich selber abschalte. Ja, ja, danach habe ich das dann auch ausgeschaltet. Ja. Das Blöde ist, bei meinem so weh. Geht das nicht mal. Ich kann das bei mir zwar ausschalten, aber das Problem ist, ich schlafe ganz gerne vor dem Fernseher ein und dann, wenn er dann den ganzen Tag lang läuft, ist das. Ja gut, das ist natürlich auch doof dann, ja. Also meistens bei mir so, dass ich mache das auch so zum Einschlafen und dann wache ich ja meistens nochmal so ganz, dann bin ich nochmal so ganz kurz wach und mache ihn aus und bin dann sofort weg. Das ist, mein Körper hat sich da schon so drauf eingestellt. Ja, das leidest du mich vorbei oder ist es deine Linie? Nein, ich lasse dich vorbei. Ich habe keinen Sprit mehr. Ach so. Ja, da während auf der letzten Tropfen wird bei Haas schon wieder gespart. Ja, dass ihr ach so, meine lieben Zuschauer, falls ihr euch wundert, dass mein Auto orange ist, ich habe einfach schon mal die 2017er Lackierung von McLaren hier als Mod installiert. Kann man ja machen. Kann man mal machen. Kann ich nicht statt fahren einfach Teammanager werden? Können wir Motorsportmanager und F1 2016 irgendwie zusammenbringen? Kai, fährst du nochmal raus? Wäre cool, wenn das gehen würde. Ich weiß es nicht. Also, mir so richtig deiner vorstellen. Fahr vor mir. Ich komme in die Box. Nein, ich komme nicht rein. Wenn er nicht reinkommt, dann fahre ich über und zerkratze sein Auto. Einfach läuft das. Fährt er wohl rein? Das macht der ein einziges Mal, nicht reinzufahren. Michael, welche Position bist du? 2. Alles safe. Oh, ich bin nur 20. Scheiße. Also die Runde sollte locker ausreichen, um auch weiterzukommen. Ach René, gleich denk dran, ne? Q2 ist der Reifen, mit dem du nachher auch das Rennen startest. Okay. Denke ich bei der Formel 1 dieses Jahr ein paar Regeländerungen so, von denen man irgendwie schon weiß. Also ich glaube, die Aerodynamik wurde ein bisschen angepasst. Ja gut, okay, außer das technische Reglement. Nee, ich glaube nicht. Sonst keine glaub Experimente? Ich auch nicht. Ja. Ah doch, ich glaube, es startet jetzt grundsätzlich in der wenn Safety Car draußen ist, ist der Start grundsätzlich, glaube ich, dann im Stehend wieder. Okay. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Also ich weiß nicht. Kein fliegender Start hinter dem Safety Car? Nee. Also nach Safety Car Phase Ende, okay. Sofern ich es mitbekommen habe. Alles klar. Ja, Viper, so einfach wird's doch nicht. Ja. Sag ja, es war nur geblufft im Training. Nee, ich habe wirklich nicht geblufft im Training. Es ging wirklich nicht mehr, aber ich habe mir mal die Arschbacken zusammengekniffen, ja. Und. War auch verdammt knapp, ey. Junge, Junge. Ja, es ist fast die identische Zeit, oder? Ja, du hast eine 724 und ich habe eine 781. Ja. Ich habe neulich wieder dieses Bild bei Facebook gesehen von 97 RS, wo. Drei Fahrer, die absolut identische Zeit haben. Ja, das habe ich auch letztens gesehen. Schumacher, Frenzen, glaube ich. Und Hill, ne? Und Villeneuve war es. Dann hat derjenige halt die Pole bekommen, der die Zeit zuerst gefahren ist. Das war damals in dem Fall dann Villeneuve. Finde ich aber auch gerecht, weil normalerweise ist ja so, der sie zuerst hat, ist auf den eigentlich schlechteren Bedingungen gefahren, wenn es jetzt nicht gerade regnet oder so. Stimmt, ja. Wirklich so ein Quatsch wie nach Meisterschaftsstand oder so, dann. Ja, das ist man ja auch ganz gerne mal so. Und nach Startnummer oder sowas. Oder nach Podien oder. Genau. Natürlich! Battle. Ich fahr die Zeit meines Lebens und Wehrlein blockt mich, der blöde Penner. Wehrlein fährt jetzt bei Sauber, ne? Ja. Ja. Aber ist, glaube ich, jetzt beim Test nicht dabei, was ich so mitgekriegt habe. Nee. Weil er ein richtiger Fahrer ist. Nee, weil er sich doch beim Race of Champions da gelöffelt hat, eine Runde. Ja. Ach so, ja. Das sah aber auch heftig aus. Fahrer rausstellen. Kann Massa, ne? War das, wo er da so. Genau, ja. Mhm. Wasser da nicht sogar nur noch rausgesprungen und hat ihn versucht zu halten. Ja, ja, das sah auch mega spektakulär aus. Ich meine. Nur was er sich dabei gedacht hat, da irgendwie so eine komische Aktion zu machen. Ja, das vor allem, das war ja nach dem Ziel. Durchfahrt, ne? Ja, einfach mal rechts rübergezogen. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Da einfach durchs Ziel komplett ohne Grund nach rechts rübergezogen und wer ihm auf die Karre drauf gefahren hat. Hat er sich halt überschlagen, eine Runde. Ja, mit dem KTM war das, ne? War das sowas ähnliches? Doch, sowas ähnliches. Also nee, war kein KTM, es war so ein. Ja, so ein anderes Ding. So ein ähnliches. Dem Wehrlein, dem Massa oder umgekehrt? Nee, Wehrlein, dem Massa. Wehrlein ist dann. Oh, mir ist das Benzin ausgegangen. Nein! Einigermaßen überschlagen.
Ah, ich bin gerade voll verwirrt. Mein Cursor liegt auf Viper drauf und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich habe nur auf die Zeilen geguckt und dachte, ich bin das. Und dachte ich so, hä, ich hatte doch in Sektor 2 die schnellste Zeit, wieso? Boah, Mann, Verwirrung total. Aber trotzdem, Michels Zeit, ey, also. Da braucht man die auf. Gut, das war der Windschatten, aber trotzdem, ich trau dem Braten nicht. Ich glaube, der hat am meisten geblufft hier. Hä, Michel hat 8 Stunden pro Tag trainiert, ist gar nicht mehr zur Arbeit gefahren. Glaub's jede auch, Strecke. Gar Karneval habe ich mich hier eingekesselt. Aber Ray, schau mal meinen Gesamtrückstand auf dich an. 0,999 Sekunden. Ja, also kann ich immerhin sagen, unter einer Sekunde, ja. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Ich bin nur noch P10, scheiße. Ja, reicht ja. Top 16 reicht, musst du kommen. Ach, Top 16? Minuten noch. Okay. Ja, ach, Top 16. So. Erst anschließend ist es mit der Top 10. Dann ist der Hupe. Ich dachte Top 10. Ja, wobei, schon. Top 10 würde ich mich noch nicht so sicher fühlen, ehrlich gesagt. Also unter 1,13 sollte man, glaube ich, schon fahren, um wirklich safe zu sein. Ja, so 1,12,7 oder so. Ich glaube, dann ist man richtig safe, auf jeden Fall. Für die Top 10. Ja, sogar für die Top 10, ja. So. Also, ja, moin. Bottas soll Punkte reinholen und fährt auf 17 rum. Alles klar. Nee, aber du, ich bin im letzten Sektor auch komplett einhändig gefahren. Ich sagte kann nicht Kai. Fahren. Achso. Oh. Guckst du ihn jetzt zu, oder? So ein bisschen mitfiebern. Klar, aber der guckt ja absolut rum. Boah, ja, der fährt ja auch nicht. Mit den Mediums. Ja, ja. Das vielleicht auch zur Erklärung, dadurch, dass jetzt Lukas nicht da ist, übernimmt natürlich die KI den Part für Lukas und deswegen sind die Punkte, die derjenige einfährt, zählen natürlich auch zur Wertung dazu. Also wir nehmen das einfach halt, also die Punkte der KI nehmen wir so jetzt auch natürlich mit in unsere WM-Wertung auf. Genau, aber die Punkte kriegt ja nicht Lukas, sondern dann quasi Fernando Alonso, wie ein dritter Fahrer dann, ne? Genau, ja, also nicht Alonso, in unserer Tabelle werdet ihr dann auch sehen, die ist dann verlinkt in der Videobeschreibung, also halt jetzt noch nicht, erst beim Rennen dann werden wir die verlinken. Da werdet ihr dann sehen, dass quasi alle Fahrer plus uns, also das heißt zum Beispiel Renault, wo jetzt Gugi und ich fährt, gibt es dann halt noch die zwei Ersatzfahrer sozusagen, dass falls halt mal einer ausfällt. Ich meine, wir können ja noch, also Streichergebnis machen wir aber auf jeden Fall nicht, oder war das geplant? Das haben wir noch nicht besprochen, können wir aber überlegen, ob wir sowas noch machen. Also das steht uns ja noch frei. Schlecht ist es eigentlich so nicht, weil gerade in der letzten Saison hat sich halt gezeigt, dass doch mal der ein oder andere ausgefallen ist und ja, schadet ja dann auf jeden Fall mal nicht, oder dass man halt einfach mal echt ein schlechtes Rennen oder sowas einfach mal wirklich streichen kann. Aber ja, oder in Disconnect oder sonst was, ne, Bruder? Ja, genau. Das kann ja immer mal vorkommen halt, ne? Wer ist denn hier gerade noch? Kai ist gerade noch draußen, sehe ich. Und so der einzige Mensch, der gerade auf der Strecke ist, lol. Ja, Kai ist der einzige Mensch. 3 Minuten noch. Jetzt hat er jetzt klopft. Schnell. Und dafür biegt er einfach ein. Ah, er biegt einfach ab. Alle Kameras waren auch immer, er hielt den Druck nicht mehr stand. Er hat sich jetzt gedacht, scheiße, jetzt schalte ich Google rauf. Weg mit mir. Ich will weg, ich will weg. Weil genau wo ich drauf mein bin, Pass, dann bin ich seine Boxengasse abgeholt. Da kann man sich zu viel abgucken. Ja, Geheimhaltung hier. Wer ist denn so der Schnellste der KI? Der Vettel und der Raikön aktuell, ne? Ferrari. Und im Rennen verkacken sie es dann wieder. Kennen wir ja das Spiel. Also bei mir in der Karriere ist es auf jeden Fall immer so. Ferrari immer top dabei, aber im Rennen holen sie dann eigentlich fast nie einen Punkt. Wobei tatsächlich einige von der KI, zum Beispiel Rosberg, fährt auch nur auf Medium, nicht auf Soft. Ja, das stimmt, ja. Tatsache. Bottas und Verstappen ja auch. Verstappen. Ja, aber Verstappen ist halt ein bisschen bitter. So für Red Bull Ricardo auf Soft ganz hinten, okay. Red Bull will es wissen. Prognose schon mal fürs 2017er Saison. Red Bull hat Probleme. So. Ja, ich weiß nicht, wie sollen wir das eigentlich jetzt als handeln? Sollen wir es als überspringen, den Rest? Oder? Ach, die Minute 1, können wir jetzt auch noch warten. Wir können ja mal über die neuen Formel 1 Autos sprechen. Wie findet ihr die so? Ja, im Grunde optisch viel Veränderung finde ich eigentlich ist gar nicht da, außer dass alle wieder die Heckflossen gekriegt haben. Größtenteils zumindest, aber ansonsten finde ich, so viel optisch ist jetzt nicht ein Unterschied geworden. Ja, der Flügel ist ein bisschen niedriger. Der Flügel ist ein bisschen niedriger, so ein bisschen, so ein bisschen Schräglage quasi und die hinten die Reifen sind fetter, ne? Ja, das ganze Auto wirkt dadurch auch so ein bisschen flacher einfach, so ein bisschen. Ja, vor allem mit dem Heckflügel, weil das Ding ja wirklich extrem weit unten ist. Also wenn man jetzt hier die Autos ansieht, ist ungefähr der Heckflügel endet ungefähr mit dem einen T-Stück, was da am Dach rum ist. Keine Ahnung, was das genau ist.
Was ich das fand da heißt? Zusatzflügel soll das, glaube ich, sein. Ja. Also dieses sind halt T-Teil dahin positioniert. Das weiß ich. Und ja, jetzt enden sie ja doch deutlich tiefer. Ich glaube, jetzt ungefähr enden sie auf mit dem Kopf des Fahrers ungefähr gefühlsmäßig. Wir sind ja, das war ja, bevor sie diesen hohen Flügel hatten, waren die ja auch schon so niedrig. Also nicht vielleicht nicht die gleiche, aber ähnliche. Na, damals, wie zum ob Beispiel der eine, der in Forster drin ist, vom Niki Lauter, der hat ja auch so einen niedrigen Flügel, oder? Ja, ich meine, jetzt nimm nochmal die Schuhmacher-Ära. Ja, die meine ich ja. Da waren ja, die stimmt. auch immer so flach. Also ich fand es damals tatsächlich, als sie dann angefangen haben, den Heckflügel schmaler zu machen, also von der Breite schmaler und höher, so wie wir ihn jetzt hier im Spiel haben, fand ich ihn damals tatsächlich sehr hässlich. Also ich finde es eigentlich gut, dass sie wieder auf diese etwas breiteren Flügel und etwas flacheren Heckflügel gegangen sind. Was mir jetzt aber halt absolut nicht so gefällt bei den neuen Formel-1-Wagen, ist halt wirklich diese Heckflosse, muss ich sagen, finde ich jetzt... Ja, nicht so geil. Ja, ja, ich meine, die hat schon ihren Zweck, das ist klar. Aber ich finde nicht so cool und vor allem finde ich es auch blöd, dass diese Stummelnasen halt nach wie vor da sind, die natürlich auch ihren Zweck haben, selbstverständlich. Aber ich finde einfach, da kann man doch auch regeltechnisch einfach, ja, ich weiß nicht, klar, man kann jetzt sagen, Rennwagen soll schnell sein und nicht optisch schön, aber ich finde gerade in der Formel 1 dürfen die doch auch ein bisschen optisch was hermachen. Und, ja, auf jeden Fall. Also ich bin eher enttäuscht, muss ich sagen. Also einerseits positiv, dass sie es geändert haben und das Reglement an sich finde ich auch cool, aber das, was jetzt daraus doch entstanden ist, gefällt mir jetzt persönlich nicht so. Also, die Fahrzeuge sehen vor allem alle sehr gleich aus. Also das Reglement scheint da wirklich so eng gefasst zu sein oder so eng ausgelegt zu werden, dass das jetzt die Autos wirklich... Ich glaube, die große Ausnahme ist der echte Ferrari. Also wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet, wie die ihre Flügel und Zusatzflügel und so und vor allem Mercedes montiert haben. Luft-Einlass-Kasten. Mercedes, finde ich, hat auch ein bisschen was gemacht. Ja, Mercedes, muss ich sagen, ist jetzt so, wie er aktuell aussieht, noch optisch der schönste, jetzt nur von der Form, Lackierung jetzt mal ausgenommen, finde ich echt noch am schönsten, weil die Heckflosse ist nicht so groß, wobei es hieß schon, dass sie vielleicht noch eine nachliefern werden und halt auch die Nase und so ist halt, also für mich wirkt er optisch halt am ansprechendsten. Da bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Mhm. Mercedes hat auf jeden Fall schon getestet mit der Heckflosse, das hat man in den Tests teilweise schon gesehen. Ja, mit einem Doppel-T hinten drauf, oder? Ja, ja, auch. Also auch mit einer Heckflosse, wie zum Beispiel Ferrari oder Force India sie hat. So ein bisschen, ja, aber was bringt die genau? Besserer Luftanfluss für den Heckflügel. Okay. Die Luft ist dann... Okay, was macht Raikön hier? Läuft da ein bisschen rein, ja. Was ich ja auch extrem ansprechend finde am Ferrari, ist irgendwie der Lufteinlasskasten. Der ist jetzt nicht mehr so mehr oder weniger rund wie bei den anderen, sondern jetzt eher auf rechteckige Basis. Sieht aber auch interessant aus. Das stimmt, ja. Und was die Flosse angeht, hat finde ich Haas am geilsten getroffen vom Design her. Ganz also kurz, mit den Setup Abstufen jedes Mal laden? Nee. Kann ich jetzt nicht mehr wegen Parkfirmé. Alles klar, danke. Also die Heckflosse vom Haas ist schon irgendwie geil. Mit den Farbabstimmungen, mit dem Rot-Grau, was sie da drin haben. Am Ende der Heckflosse, das sieht schon geil aus. Die haben da wenigstens Design halt drauf gemacht. Nicht so wie die anderen, die dann alles in der Farbe lassen. Das Problem bei der Heckflosse ist halt, ich finde zum Beispiel bei so einem LMP-Fahrzeug, so LMP1, finde ich, sieht es relativ sogar cool aus mit dieser Flosse. Also ich finde, es passt stimmig eigentlich dazu. Aber bei der Formel 1, ich weiß nicht, irgendwie wirkt es tatsächlich irgendwie deplatziert, ich weiß nicht. Weil das hinten halt so wuchtig und vorne ist es halt, da ist ja nichts. Ja? Wir haben ja keinen Kotflügel oder irgendwas vorne. Irgendwie, ich weiß nicht, es fehlt das Gegenstück an der Front, finde ich, optisch gesehen. Und ja, das ist natürlich ein Plastik. Ja, es ist halt, keine Ahnung, muss man halt mal schauen. Er gewöhnt sich eh an alles, also. Das stimmt. Als das Reglement für die 2016er kam, da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, sind die hässlich. Ja. Und man hat sich trotzdem dran gewöhnt, also. Und ich denke mal, am Schluss wird eh überwiegen, dass es breitere Reifen sind, das Auto insgesamt breiter ist. Ich glaube, nochmal ein Stück länger ist es auch. Und dadurch einfach wuchtiger aussieht in der Summe. Und ich glaube, das überwiegt dann am Ende und dann. Ich glaube, über ein Jahr diskutieren wir da auch nicht mehr drüber. Da finden wir es alle cool und ist okay. Was habt ihr eigentlich bei der ersten Autoenthüllung gedacht, beim Sauber? Fand ich nice. Also lackierungstechnisch auf jeden Fall geil. Also die Lackierung fand ich geil, nur diese weißen Flächen auf den Backen oder Kasten oder wie auch immer, finde ich ein bisschen, da muss halt irgendwas drauf. Da fehlt was halt einfach. Also Sponsor oder irgendwas müssen sie da noch drauf machen. Nein! Oh, das ist halt vielleicht haben sie ja einen an der Backe, einen Sponsor, den sie darauf machen wollen, aber aktuell halt noch nicht fix zugesagt oder so. Aber das ist halt auch schon ein bisschen aufgefallen, dass allgemein Sponsoren sehr zurückgegangen sind in der Formel 1, finde ich. Ja. Weil wenn du dir den Haas anguckst, guck dir den McLaren an oder den Sauber, die haben einfach kaum noch Sponsoren drauf.
Ja, ich meine, die Sachen, die hauptsächlich sponsort haben, waren halt Zigaretten und Alkohol. Und das ja. darf halt in den arabischen Ländern so gut wie gar nicht mehr gezeigt werden. Und das sind ja quasi die Hauptrennen, die wir noch fast fahren. Also, ja, Zigaretten darf zum Beispiel allgemein nicht mehr und Alkohol ja nur noch in den arabischen Ländern. Nur in den gewissen Ländern halt, ja. Ich finde aber gerade dann, wenn sie nicht so viel drauf haben, könnten sie irgendwie kreativere Lackierungen machen, so. Mhm. In GT3. Ja, es gibt ja schon ganz coole Ansätze, wie ich finde, aber es ist halt... Wir haben es jetzt auch gerade vor der Aufnahme noch zum McLaren gehabt, mit dem Orange. Das ist, also das war ja auch mein Wunsch, ja, dass sie einfach wieder auf Orange zurückgehen. Aber da haben wir auch schon gesagt, es wirkt so auf den ersten Blick so sehr, wie hast du gemeint, Michel, so aus dem... Ach so, das Design an sich sieht halt aus wie aus einem Generator, halt bei so einem, ja. zum Beispiel so Motorsportmanager oder sowas, wo du dann die Designs vorgefertigt hast, ne? Genau, ja, ja. Sieht halt vom Design an sich nicht besonders, ja, kreativ aus, sagen wir mal. Ja. Ja, und echt wenig Sponsoren wieder. Also, ja. das ist also ich hätte es persönlich sehr geil gefunden, hätten sie es tatsächlich einfach komplett orange gemacht, vielleicht ganz dezent schwarze Akzente reingesetzt. Auf das Weiß hätte ich komplett verzichtet. Und das Orange selber hätte ich mehr kräftiger gemacht. So wie zum Beispiel der McLaren P1, hat ja dieses Vulcano Orange oder wie das heißt. Das ist sehr geil, ja. Ja, so mehr in die Richtung, so ein bisschen greller, weil das ist doch sehr gelblich, wie ich finde. Aber ja, ich will da nicht meckern. Hauptsache, sie sind jetzt echt mal, haben wir wieder mal jetzt einen anderen Akzent gesetzt. Finde ich geil. Und ja, mal gucken, was die Zukunft da so bringt. Oh, Pace startet auf Medium-Reifen. Das ist schon mal sehr interessant. Ja, Viper auch. Wie lange haben wir noch Zeit? Bin ich 10 Minuten ab jetzt. Ich gehe jetzt nämlich raus. Ich habe mich gewartet, bis die erste Fuhre gefahren ist. Aber warte mal, ich muss noch den Sprit ändern. Ich habe noch zu viel dabei. Was sagst du mir jetzt? Habe ich davon schon gesagt, dass du in Q2 den Reifen schonen musst. Ich habe den schon 8% runter. Eine schnelle Runde, wieder rein, fertig. Ja, nicht. Ja, ich bin jetzt nochmal mit den alten abgefahrenen Reifen gefahren. Einfach, um mich nochmal ein bisschen einzukuchen. Und jetzt ja, das mache ich jetzt auch nochmal mit Mediums nochmal kurz raus. Wobei, ich muss mal schauen. Im Rennen brauchen wir nachher auch noch mindestens 2-3 Sätze und frische, ne? Ja. Für ein Rennen sind eh welche gelockt. Ach so, ich dachte, da nimmt man dann nachher die... Dich. Also, dass du vorbei kannst. Nee, also, nur wenn du mehr als üblich brauchst, dann nimmst du die aus den Qualis. Genau, ja. Hatten wir ja im ersten Test bei Hockenheim, hatte ich ja das Problem. Ja, ja, genau, ich auch. Da habe ich auch nachher so einen alten Batzen bekommen. Aber wir haben auf jeden Fall genug Reifen, würde ich mal sagen. Ja, doch, das... Du hast mal im Q3 einen Extrasatz bekommen, ne? Genau. Der auch wirklich fürs Quali ist. Gar kein Problem, dann. Ich meine auch 8%. Die ziehen aber schon böse auf, ne? Mal Glück, dass tatsächlich kein Regen kommt. Also ihr seid ja jetzt schon langsam reingefahren in die Box. Ich wollte gerade sagen, schön, dass ihr zu dritt hintereinander in die Box fährt. Das war sehr schön aus. Wer ist denn da noch dabei? Der Michel. Und Kai. Oder ist das René? Nee, ich bin in der Box gerade. Und Kai war doch auch noch dabei. Ja, Kai war in der Mitte. Wollten die überholen. Ich find's ja geil, wie der Pet immer das Reglement ausnützt, also unterm Safety Car in der Boxengasse da überholen, das ist schon irgendwie immer wieder geil. Ja, das war ein schönes Manöver, das muss man mal wissen. Und er hat's aber auch mehrmals versucht letztes Jahr. Mehrmals? Ich habe mich an einmal erinnert, ich glaube in Shanghai. In Shanghai ist geglückt, der Normale ist nicht nach vorne gekommen, musste er hinterbremsen. Beziehungsweise Raikkonen hat's dann glaube ich auch nochmal, oder war es Vettel, in Australien probiert. Nicht weiß Australien, nicht. In Austin. Also in der USA, bei der Boxenausfahrt. Es ist dann aber nicht ausgegangen. Scheiße. Ja, es kann sein, das erinnere ich nicht so ganz. Oh, ich habe vergessen, Sprit rauszunehmen. Fuck. Also mein Ziel ist ja erstmal tatsächlich so beim ersten Rennen vor allem Punkte. Wirklich konzentriert und konstant erstmal zu fahren, ohne viel zu pushen, um wirklich gleich ein Podium nach Hause zu fahren. Erstmal eine gute Basis zu legen. Also ich bin froh, wenn ich in den Punkten lande. Okay, also erster Sektor habe ich ja böse verkackt. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand bei mir zugeguckt. Aber ich bin erstmal im Senna erst irgendwo, weil ich glaube, also statt links-rechts bin ich gefühlt rechts-links gefahren.
Welches ist hier nochmal das Senna S? Ja, die erste Kurve. Okay, ja, das ist auch so, glaube ich, das Einzige, was ich weiß bei der Strecke. Also bis hier, wo du gerade bist, quasi. Ah, das sollte passen von der Zeit. Bist du auf einer schnellen Runde, Googie? Ja. Okay. Nicht gewesen, aber egal. Achso. Hä? Du wirst bei mir gelb angezeigt. Geil. Auf der Karte gelb. Oder? In ja, auf der Karte. Ja, das ist ein Bug, das ist irgendwie auch bekannt. Achso, nee, vor allem er hat auch ein richtig kräftiges Gelb, also eigentlich mein Gelb, nicht das von Googie, weil Googie müsste jetzt gerade in der DRS-Zone sein, ne? Nee, ich bin gerade im Sektor 2. Okay, dann stimmt gar nichts. Ich hatte auch von zum ersten Mal den Bug, dass mein Delta nicht angezeigt wurde im Training. Ja, es kam irgendwie mit dem letzten Update kamen irgendwie mehr Bugs hinzu. Und das Schlimme ist, das wurde als offiziell letztes Update angekündigt. Und das macht natürlich nicht gerade glücklich. Sag mal, Michael, warum fährst du jetzt mit dem Medium? Eine Trainingsrunde einfach. Nochmal ein bisschen Praxis zu bekommen. Also die ist völlig gar nicht ernst gemeint, die Runden hier gerade. Ich wundere mich. Zauder gleich so eine 1.11.5 raus oder so. Wie lange fahren wir eigentlich das Rennen? 50%. Das sind ungefähr, also bei trockenen Verhältnissen 45 Minuten, schätze ich mal. Circa sind das dann. Weil normale Renndistanz bei Formel 1 ist ja 1,5. Also mit dem her kommt es dann ungefähr hin. Und wir sind ja genauso schnell wie die echten Formel 1-Fahrer. Ja gut, wenn man ein bisschen zügiger fährt, ist man sogar schneller wie die echte Formel 1 hier in dem Spiel. Aber das liegt ja auch daran, dass die Strecken ja auch null laser geskinnt sind und wahrscheinlich auch die ganzen Beschleunigungswerte auch null realistisch sind. Was? Alter, ich dachte mal, das ist eine Simulation. Ja, es ist auch. Also ich kann mich bis Q3 schon mal verabschieden. Warum? Oh. Ich bin aktuell auf 12 und hab's dann... Ja, kannst du nicht nochmal raus? Du hast keinen Reifen mehr, ne? Kein Reifen mehr. Mensch, guck, das sind Punkte. Ja gut, mach nachher bessere Strategie. Komm schnacher zurück. Normalerweise bin ich, zumindest war ich im 15er Reifenfluss. Dann mal schauen, ob es hier immer noch geht. Aber Michel 1.11.6er Zeit, das ist echt, das ist ordentlich auf jeden Fall. Hast du wieder Windschatten gehabt? Oder was nee, diesmal eigentlich nicht. Ja. Also ein bisschen am Anfang von der Geraden. Aber dafür hat er mich auch in Sektor 2 am Ende aufgehalten, der Button, war das, glaube ich. Nee, boah, Sektor 1, wie viel Zeit ich da liegen Button gelassen habe, ja, ey, ohne Scheiß. Button hat mich aufgehalten. Naja. Ach, geht mir das jetzt auf den Piss, dass ich hier raus bin im Q2. Ah, Googie, macht dir nichts. Ja, bei euch ist ja gut reden. Ich sag, macht dir nichts, Googie. Bei mich ist das mental belastend. Die Runde war mal gar nichts, die ich da vorhin gefahren bin. Muss noch zittern, da ich hier nicht rausfliege. Ja, ich hoffe ja das Beste, dass du rausfliegst, ne? Ja. Ich wäre eigentlich die ganze Zeit auf Magen nicht bescheuert. Verstappen wurde eben schön von Ricciardo aufgehalten, der ist nämlich jetzt mit Softs unterwegs, vor dem habe ich noch ein bisschen Angst. Und Kai, du bleibst einfach da, ja? Ah, der hat es nochmal reingeschafft tatsächlich am Ende nach vorher, weil der war ja eigentlich ziemlich abgeschlagen. Dafür ist Rosberg rausgefallen. Oh, okay. Aber Ding ist auch nicht, aber Verstappen, Verstappen ist auch noch drin, okay, die haben dann nochmal einen so last try-mäßig nochmal einen rausgeprügelt. Oh. Vielleicht kommt ja jetzt der Bug und Kai und Viper sind weg. Man weiß es nicht. Oh, bitte nicht. So nur 13. Ach, ich nicht überspringen, dann passiert zurück. Das hoffentlich nicht. Also ich bin für überspringen, wer noch? Ja, wahrscheinlich bin ich dann auch noch weg, weil nur Michel weiter. Ja, auch nur so ganz knapp. Tragische. 344,0 ich bin nur Siebter auf dem Temporadar. 344 km/h, genauso wie Michel. Der ist aber Achter. Aha. Was? Temporadar. Ja. Wäre ja schon Hype, wenn ich noch jetzt hier. Muss ich ja hier schon aufpassen, dass ich nochmal eine Runde unterbiete, ey. Was? Ja, komm, hör auf. Nee, kein Scherz gerade. Ich war gerade auf einer schnellsten persönlichen Runde unterwegs. Auf dem Medium. Krass. Ja gut, möglich ist es auf jeden Fall. Also ich habe locker 6 Zehntel, also auf jeden Fall 6 Zehntel im ersten Sektor verloren, weil ich Senna es komplett vergeigt habe.
Ja, ich bin Senna erst neben, ich glaube, Perez oder sowas eingebogen. Das war auch ziemlich lustig. Ja, du bist sogar tatsächlich noch einen Tick schlechter von deiner Zeit im Senna. Ja. Ja, sonst sind wir relativ gleich. Also Sektor 2 bin ich einen Ticken schneller und Sektor 3 bin ich auch minimal einen Ticken schneller. Aber ist fast identisch. Du kannst eigentlich nicht mehr rausfliegen, Kai, denn Ricciardo ist nur noch auf der schnellen Runde und Raikön ist reingegangen. Oder schätzt das Spiel nicht. Ja? Die Fahrzeiten, wie im Trockenen, obwohl es draußen regnet. Also da kennen die nichts. Aber ich bin ja selber KI. Wow, hat er nicht gemacht. Nee, wäre besser gewesen. Aber warum drängt der Sack sich da zwischen uns? Finde ich gut. Ja, ist ja egal. Startreihenfolge wird ja erst jetzt gleich ausgefahren. Jetzt werden dann die richtigen Karten gleich am Tisch gelegt. Ich erwarte ja von Viber so ein richtiges 1-10. 1-10 für Spektakel. 1-10 wird er fahren. 1-11, 1-1-1. Safe nicht. Also wenn wirklich jemand eine 1-11, 1-1-1 fährt, ne, dann lasse ich einen springen, das verspreche ich. Ja, ich krieg doppelte Punkte, würde ich sagen, im Qualifying. Ah, im Qualifying gibt's ja gar keine Punkte. Jetzt aber auch leid, ne? Bin ich wieder gemein. Egal, dafür haben die Mediums nur 4%. Ja, aber über Lenklo, die wird ja schon regeln, oder nicht? Nee. Ja, aber das sind halt Mediums und nicht so. Der Körper ist so fies, ne, Michel, wenn du da rausfährst. Ja, ich weiß. Der kann einem das Auto echt verspringen. Kai, komm, geh noch zwei Plätze zurück, dann bin ich nicht der Einzige, der dich mitfahren kann. Ja, jetzt einfach schneller fahren sollen. Ja, ich hab's ja probiert, aber ich habe die Karre dann in die Wand geworfen. Und Körperbeschleunigung ist halt im Spiel nicht gerade das Beste. Da ist doch fertig. Vielleicht nichts mehr gegen meine vielleicht Niederlage tun. Wer ist denn hier noch unterwegs? Fahr gleich rein, 10 Sekunden. Ja, du gehst rein, sehr gut. Fahr einfach über die Startziele, dann ist ja sofort vorbei. Und jetzt nochmal die Zeit verbessern. Nee, das wäre nicht so gut. Dann habe ich einen toten Reifen, wenn ich das Rennen starte. Getan, oder? Doch, Ricciardo, der in die Box gefallen ist, hat dadurch nochmal eine schnellere Zeit bekommen. Ja, der durch die Box hat er abgekürzt. Krasser Typ, ey. A10er. Ja, aber gut gemischt, was Medium und Soft angeht, ey. Nee, ich bin stolz auf dich. So. Weil alle anderen es nicht versucht haben, oder wie? Kimi ist raus. Ist auch interessant. Nein. Vettel ist noch drin. Du bist nur stolz, weil ich es geschafft habe ins Q3, oder? Ja. Googie ist auch raus. Der erste leider Mensch, der raus ist. Na gut, machen wir mal weiter. Zählt's? Ha? 20 Jahren werden wir auf diese Saison zurückgucken und sagen, Googie, weißt du noch, damals war es der erste. Ja, genau. Er ist nachher Meister geworden. Googie, weißt du noch, das erste Rennen, was du gefahren bist, da hast du es nicht mal ins Q3 geschafft. Aber dann war es nicht das erste Rennen, was ich hier fahre in der Coop. So ist ja nicht. Ja, aber in der Saison schon. In der Saison passiert schon, ja. Der Saison. Okay. Das Set. Wie viel Zeit haben wir? Wie viel Zeit haben wir? 12 Minuten. Nee. Hey. Falls du untersteuerst, liegt das daran, dass Hey, dann mal los. Cool. Ein Grund dafür kann sein, dass der Reifen nicht mit genug Druck auf der Straße aufliegt, weil die Vorderradaufhängung zu steif ist oder weil der Frontflügel nicht genug Abtrieb erzeugt. Bitte mal ganz kurz um Ruhe. Er erklärt mir gerade untersteuern. Das ist ein Thema, das interessiert mich brennend. Bei Formel 1? Ja. Warum das denn? Hat mir gerade erklärt, was passiert und was die Gründe dafür sein können, wenn das Auto schon, ne, anfängt zu untersteuern. Ja, ja, mittlerweile macht er das, habe ich gerade auch gehabt. Okay. Er zählt dir so mit deinem Setup, wenn das und das gerade nicht funktioniert. Ja, aber im Setup kann man eh nichts mehr ändern, also von dem her ist es eh irrelevant. Ja, aber richtig. Hey. Wieso leuchtet bei mir schon das Box-Logo, ist das denn? Weil der Kollege gerade die Boxen-Dings blockiert. Groß, ne? Ja. Ja, alles klar. Ja, gut. Wer ist denn das hinter mir? Ich, aber kann schon weiterfahren, ich lasse Abstand. Okay, ich bin auch nur am Rollen. Bremsen warm machen und sowas. Bis diesmal ohne Windschatten auskommen. Oder ich suche mir einen KI wieder.
Kann ja auch Windschatten geben. Ich meine, ich schaff's sowieso nicht an die Spitze. Ja, wenn man das wirklich übt und das gut macht, dann kann man das wirklich machen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich erlaubt das ist. Das muss man halt perfekt timen, halt. Ja, muss man wirklich gut timen. Da nicht in die Quere komme ich. Das Risiko ist mir zu groß, René, dass wir uns da gegenseitig abräumen. Erste Schlagzeile hier. Das ganz ohne Mercedes-Motor. McLaren beim Schummelversuch gegenseitig abgeräumt. Schummelversuch geht schief, Skandal. Ich habe gerade so ein bisschen nachgelesen nochmal von den Tests und so, und Lance Stroll ist jetzt innerhalb von 1,5 Testtagen 3-mal abgeflogen und dabei 2-mal den Williams wollte ich eigentlich nicht gefahren. So weit raus. Es gibt inzwischen die Seite Has Stroll already crashed? Das ist ja nächste Maldonado, oder wie? Ja, ja, genau. Weil der ist doch erst 18, oder? Dachte ich. Ja, er ist sowas, ein kompletter Rookie. Ja gut, dann kann man das jetzt aber auch nicht so fies sehen, oder? Ich glaube, GP2-Sieger oder sowas, Meister. Er wurde auf jeden Fall gehatet ganz gut, bevor es überhaupt losging. Boah, jetzt habe ich gerade mega die Lexus Todes, Mann. Also, da bin ich hier überhaupt auf Ricciardo. Ich nicht. Alter. Michael will sich selber einen ausgeben. Ja, noch habe ich nicht geschafft. Ja, ich glaube, es bist du in der Zeit gefahren. 1:11.286. Oh, bist am nahesten dran. Das ist aber ganz knapp, oder? Das ist ja fast dieselbe Zeit. 2000stel. Krass. Und da sagt noch einer, die Koop-Saison ist nicht spannend. Echt? Wer sagt das? Und da kommt Viper, der Wichser. Ganz knapp. Ich damit schon gerechnet, ehrlich gesagt. Komm, Viper, der 1:10 knackst auch noch. Ja, nee. Ich hoffe, das reicht, weil mehr geht da, glaube ich, nicht. War jetzt schon echt letzte Runde. Egal, das geht doch bei mir nicht. Also ich hätte gern die Zeit vom Q1 im Q2 gefahren, wäre mir lieber gewesen. Wäre ich im Q3 gewesen. Ach scheiße. Oh, kein Sprit, ja. Ich werde auch nicht mehr schneller, so ein Scheiß. Im Sektor 1 schon 2 Zehntel liegen lassen gehabt. Da war ich jetzt gerade nochmal 2 Zehntel schneller, aber konnte es leider nicht durchziehen. Wollen wir mal frische Reifen holen hier? Gut, wäre sowieso alle gewesen, also. Naja. Sogar Merkel, René ist weiter. Nochmal Sprit einen höher machen. Wie viel Zeit haben wir noch auf der Uhr? Oh, jetzt blockiert mich hier der andere McLaren in der Box. Verdammt. Kann ich leider nicht sagen. Aber viel dürfte es nicht mehr sein. 5 Minuten 40. Okay, kann man nochmal rausfahren. Ich finde diese Böne, die sehen ein bisschen aus wie Turbolader. Ja. So ein bisschen. Turbolader-Föhne. Die machen das so, wenn man sie anmacht, so. Wenn wir sie ausmachen, abschalten auch wieder. Müsste man mal einbauen in so ein Föhn-Blow-Off-Ventil. Ich sag meinem Ingenieur jetzt also noch ein bisschen Öl ins Benzin geben.
Ja, nee, wir sind ja nicht bei Mercedes. Der angebliche Mercedes-Schummeltrick. Ja, ob da was dran ist. Ja, ich weiß es nicht. Das sind so diese typischen Keilereien da in der Box. Den Teams. Ja, vor allem, sie kommen jetzt drauf. Ja. Uff. So, nochmal kurz Benzinchen anpässchen. Du fährst nochmal raus, oder was? Ja, ich fahr nochmal raus. Ich hab noch einen Satz Reifen da liegen. Aber ich find's ja geil, dass du hier vorne ja, ich glaub nicht, dass ich theoretisch Bestzeit. Was? Du bist nur 8 Zehntel hinter der besten Zeit, die überhaupt angezeigt wird, hier die möglichen Fehler. 8 Zehntel ist eine Menge. Nee, 8 Hundertstel, sorry. Base, hast du jetzt eine 1.10 gefahren? 1.10.7. Alter, ja, 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 ja. Was? Jetzt packen sie alle aus. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Keine Ahnung. Okay, jetzt machst du hier alles kaputt. Weißt du, wir das waren alle schon eng beisammen und du kommst jetzt einmal hier mal mit einer 15 schnelleren Zeit. Mich so geil gefühlt, eben, meine Runde. Also ich muss mir nachher das Video nochmal ansehen. Mein Video? Ansehen. Mach ruhig. Da kommen schon die ersten Spitzen. Ja, nee, ich war auf Schummelpace. Ich muss mir das Video der Schummelpace. Mach ruhig, ich wüsste nicht, dass ich irgendwo abgekürzt habe. Ich muss nur zurückspulen, aber das geht leider nicht. Nein. Ja, du hast den Dank ausgesaugt, sieht man doch. Du hast sicher von Aral den 102 Oktan Sprit reingegeben. Ja, okay, ich gebe dir zu, ich bin so mit 1% Sprit losgefahren. Aber ich finde es also geil, nochmal zu den Autos zurückzukommen, zu 2017. Red Bull hat ja so groß geprahlt, sie nehmen es mit allen auf. Ja. Heute hat Helmut Marko gesagt, okay, sie sind eventuell zur Saisonmitte auf Niveau von Mercedes. Ist einer von uns da vorne? Ne, ich glaube nicht, ne? Oh, Hamilton, danke, das war jetzt auch... Nee. Wieso habe ich immer das geile Glück, so ein Drecks... Komm, verpiss dich. Schön über die Wiese. Die Zeit ist jetzt eh für den Arsch, aber ich kann ja noch mal eine dranhängen. Wenn die Reifen jetzt natürlich ein bisschen runder schon sind. Ja, aber ein oder zwei Runden ist ja im Endeffekt auch egal. Und Viper, genau das hatte ich im Q2. Aber ich bin trotzdem schneller deswegen jetzt. Der was? Windschatten zieht halt echt gut. War so extrem langsam dadurch. Aber tatsächlich, in dem Sektor, in dem ich sonst stark war, bin ich jetzt ja, vergleichsweise schwach. Was? Froh, dass ich gar nicht so weit weg bin vom Rest irgendwie. Mein dritter Sektor stärker als Michel. Scheiße, Runde weggeschmissen mit der Kette. Erster auch. Fuck. Okay, letzte Runde. Letzte Chance.
Scheiße. Boah, was das ausmacht. Immerhin unter die 1.10 gekommen. Eine Runde kann ich schaff's knapp nicht. Kein Benzin mehr. Ah, schade. Die letzte Kurve habe ich jedes Mal nicht richtig hingekriegt, aber naja. Egal, es passt schon so. Ich bin nicht ganz abgeschlagen. Ja, sehe ich auch so. Also 2 Zehntel wären vielleicht noch drin gewesen, maximal so auf 1.10 glatt vielleicht wäre man noch gekommen, aber sonst war echt alles ausgeschöpft. Ja, ich hab tatsächlich Probleme, erster Sektor. Und jetzt, letzter Sektor habe ich jetzt irgendwie im Q3 die letzte Kurve jedes Mal versemmelt. Ja. Irgendwie dann Schwung nicht richtig mitgenommen. 2 war, glaube ich, ganz okay. Tja. Ich bin zufrieden, dass ich vor der KI bin. Erstmal. Bis der erste Dreher kommt, sagst du. Aber dass ein Haas auf Pole steht, hat man auch nicht, hatte ich sagen. Ja, das ist ja Schummelpace, das geht gar nicht an, dass ein Haas auf Pole, also, das ist sicher. Ja, okay, das wäre aber mit Renault auch ein bisschen komisch. Das hätte man 2006 ja, noch sagen können, aber nicht mehr heute. Der Williams aber auch, oder? Also da die Frage auch des Öfteren aufkommt, ja, jetzt gegen Ende dieser Folge nochmal, die Boliden sind alle angeglichen, ja? Also da hat keiner jetzt Vor- oder Nachteile. Ich glaube, die einzigen Vor- oder Nachteile ist vielleicht die Boxen... Position, ja. Aber ob das jetzt, ich weiß nicht, ich finde sowohl ganz vorne als auch ganz hinten nicht von Vorteil, also. Keine Ahnung. Das macht am Ende auch nichts aus. Ja, schön. Das war das erste Qualifying der Mega-Koop-Saison 2017. 16-17, ja. Ja, 16. Sagen wir 16, das Spiel ist 16, orientieren wir uns am Spiel. Oder? Bleiben wir am Spiel. Und, ja, gucken wir gleich mal noch das Ergebnis. Ich bitte meine Mitstreiter nicht weiter zu drücken, weil sonst müssen wir ganz schnell sein. Wer fährt denn noch? Irgendjemand wird noch. Ich glaube, da werden noch die Reifen angesteckt und so, weil da muss ja jemand unbedingt in die Box zurückfahren, ja? Wir sind in die Box reingefahren. Viper. Ach so. Ja. Verplant. Jetzt zieht das Video in die Länge mit Absicht. Ja, aber mit Absicht, ey. Nur, damit wir über die 10 Minuten kommen, ja. Ja, genau. Achso. Ja. Ja, ich glaube, das ist immer noch nicht ganz drüber, stimmt. Wenn wir mehr Werbeblöcke schalten können, ja. Das sieht man hier schon. Allianz-Werbung geht unten auf der Strecke schon entlang. Ja, Allianz-Werbe-Banner hier schon auf der. Ja. Video. Rolex. Sorry, den Deal habe ich schon unterschrieben. Pirelli. Okay. Wie lange dauert das denn jetzt? So, ich will das finale Ergebnis sehen. Ich sehe das noch. Jetzt gleich das Ende. Jetzt. Wie lange brauchen die da, um dein Auto aufzubocken? Tada. Also, Pace Holdy Pole, gefolgt von Viper, dann meiner, einer der Ray, dann Michel hinten dran, dann der nächste McLaren-Pilot, der René, dann Kai, der macht dann quasi das menschliche Sex, wie nennt man das, Sextett, nennt man das so? Ja, genau. Dann Lewis Hamilton, dann Sebastian Vettel, auch ein heißes Duell, die beiden, dann Ricardo, dann Verstappen, also beide Red Bull, die ja im Q1 noch relativ abgeschlagen waren erstmal, sind da noch dabei, Gugi, weiß gar nicht, 15 da, ne, oder sowas? Ja, irgend sowas. Also da müssen wir uns noch eine andere Strategie überlegen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit dem ersten Qualifying. Ich würde sagen, Spannung war schon mal mit dabei. Also wir haben schon ein paar Zeiten rausgehauen. Gut, Pace hat es ein bisschen übertrieben. Mal gucken, aber am Rennen, die das umsetzen kann. Mal gucken. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn es dann zum Rennen geht, wenn die ersten Punkte der Saison verteilt werden. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Tschüss.